Schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier an der Hochschule Makromedia. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Andreas Seppel-Seeger. Ich bin hier Professor für Medienmanagement. Was ich heute machen möchte, ist im Prinzip mich auf die Nutzung von Videodrohnen fokussieren im Kontext der Social-Media-Kommunikation. Lässt sich feststellen, dass der deutsche Begriff Drohne ungefähr 1.500 Tweets hatte. Gleicher Zeitraum, allerdings um eine Woche versetzt. In diesem Jahr sind wir schon bei 3.500 Tweets. Eine Steigerung von 242%. Analog dazu der englische Begriff Drone, die Steigerungsrate ist relativ gleich. Und wenn man sich anschaut, was wird denn in dem Zusammenhang eigentlich kommuniziert, dann gibt es drei große Themenbereiche. Der eine Themenbereich, ich nenne das mal tierisch, eine verloren gegangene Drohne. Da hat jemand in Berlin einen Zettel aufgehängt und sagt, meine Drohne ist weggeflogen, wer sie findet, möge doch anrufen. Vor so einer Drohne hat auch kein Vogel Angst, sagt Spiegel Online und meint dann nicht die verloren gegangene Drohne, sondern eine Untersuchung tatsächlich von Ornithologen, die festgestellt haben, dass sich Videodrohnen ganz hervorragend zur Vogelbeobachtung eignen. Drohne entflogen, ist das neue Katze entlaufen, 2.0, fand ich auch eine ganz charmante Formulierung. Ein Aspekt, der neu hinzugekommen ist, wir nutzen Drohnen hier gesteuert mit einer Fernsteuerung. Ein Projekt, was bei Kickstarter relativ erfolgreich im letzten Jahr gelaufen ist, nennt sich AirDog. Und richtet sich an alle Action-Sportler, die auf dem Wasser surfen wollen, mit dem Fahrrad fahren wollen und gleichzeitig davon Bilder von sich aus der Luft haben wollen. Die tragen nämlich dann einen kleinen Sensor bei sich, starten vorher die Drohne und das Ding fliegt dann im definierten Abstand immer hinterher. Also Gassi gehen mit Drohne war hier die Formulierung. Zweiter Themenblock habe ich jetzt mal Soziales Vermischtes genannt, dass jetzt Heiratsanträge mit Drohnen überbracht werden, dass man zum Valentinstag keinen Strauß Rosen vorbeibringt, sondern das vielleicht aus der Luft regnen lässt. Ein anderes Thema, was auch hinzugekommen ist und ein bisschen zeigt, wie die Nutzung im Grunde trivialisiert, ist, dass Videodrohnen zum Event selbst werden. Der Content, nicht der erzeugt wird, sondern das Objekt selber schon zum Gegenstand der Kommunikation und offensichtlich eventisiert wird, finde ich bemerkenswert. Und dann stellt man in der Entwicklung durchaus fest, eine relativ zunächst militärisch dominierte Domain verschiebt sich dahingehend, dass zivile Nutzung, gemischte Nutzung, also dazu zähle ich jetzt auch Forschung, Events und so weiter mit dazu, was die Anzahl der genutzten Geräte betrifft, hat die zivile Nutzung die militärische schon lange überholt. Was ist denn eigentlich das Besondere von Videodrohnen? Das erste ist Immersion. Also das Gefühl, ich tauche irgendwo ein. Gibt es relativ wenig zu derzeit zu finden, auch wenn dieses Thema VR-Brillen unheimlich an Fahrt aufgenommen hat. Letztes Jahr hat Facebook Oculus Rift gekauft für eine unglaubliche Summe, was auch zeigt, dass Facebook die Bedeutung so eines VR-Mediums für die Kommunikation sehr, sehr hoch einschätzt. Was hat das mit Videodrohnen zu tun? Das ist das, was Sie nachher erleben werden, nämlich das Gefühl, ich fliege, ich bin in der Luft. Wenn man versucht, das konzeptuell zu verorten, kann man derzeit im Grunde nur auf das Thema Games zurückgreifen. Ich bin einerseits physikalisch, aber auch virtuell Teil des Geschehens. Immersion heißt auch, dass man Teil der Story ist. Ich kann nur in so ein Spiel eintauchen, wenn ich auch mich für das Spiel interessiere, sodass man dann auch bereit ist, sozusagen Teil des Geschehens zu werden. Zweiter Themenbereich, Macht. Natürlich hat man die Macht schon vom Fernseher, wenn ich das Programm wechseln kann. Und wenn ich eine Fernsteuerung in der Hand habe, habe ich auch die Macht zu entscheiden, wo fliegt denn mein Fluggerät hin. Gemeint ist aber im Grunde was anderes, nämlich sozusagen der metaphorische Aspekt der Macht. Tatsächlich aus dem Blick von oben erschließt sich mir auch eine ganz andere Ordnung. Einerseits in Bezug auf die Inszenierung eines Events. Ich habe von der Seite einen anderen Blick als von oben und nehme andere Dinge wahr. Ich komme nochmal auf die Spielmetapher, digitale Spiele. Auch dort ist es ja kein Zufall, dass ich versuche, von oben quasi meine Spielfiguren zu dirigieren, schlichtweg, weil ich dann das Geschehen kontrolliere. Was muss ich denn eigentlich überblicken? Ich kann einerseits natürlich den Raum überblicken, um Konzepte, die ich im Kopf habe, seien es sportliche Taktiken oder sei es die Inszenierung einer Veranstaltung, tatsächlich auch ein Stück weit mitzusteuern. Und ein Aspekt, den ich noch gar nicht angesprochen habe, aber der möglicherweise bei Ihnen auch eine Rolle spielt, ist im Grunde dieses Mysterium Technologie. Da ist ja was dran an diesen Videodrohnen. Sie fliegen, der ewige Traum des Fliegens, den die Menschheit schon lange gehegt hat. Gleichzeitig die Faszination generell, dass Dinge fliegen und wir das, was fliegt, auch beeinflussen können, hat was Mystisches und das scheint auch in Bezug auf das Thema Drohnen, Videodrohnen eine große Rolle zu spielen, dass zumindest ein Interesse dabei relativ groß ist. Im vergangenen Jahr haben wir Videodrohnen genutzt, um in Kooperation mit dem Landessportamt Hamburgs Jahr des Wassersports zu dokumentieren. Aus der Luft ausgewählte Veranstaltungen. Die Zielsetzung, die damit verbunden war,
definiert durch das Landessportamt, kann man sich vorstellen. Dort ging es halt um die Kommunikation von Sport und Raum. Wir haben verschiedene andere Veranstaltungen begleitet, die Segel-Bundesliga, wir haben Juniorenregatten im Rudern uns angeschaut, wir waren beim Kanuverband dabei, beim Hafengeburtstag. Was wir gemacht haben ist, wir haben versucht zu evaluieren, wie hat denn eigentlich Kommunikation zu diesen Veranstaltungen stattgefunden über die genannten Kanäle. Wir haben Nutzer über die Jahr des Wassersports Facebook-Seite gefragt, zu dem Content, den wir jetzt als besonders identifiziert haben, nämlich Content, der mit Videodrohnen erstellt worden ist. Und man sieht, vor allen Dingen Videosequenzen sind nachgefragt. Wie sieht es denn eigentlich mit der Beitragsreichweite aus? Und hier mal so ein Screenshot aus Facebook Insight von der Jahr des Wassersports Facebook-Seite. Und da gibt es im Prinzip ein paar Peaks. Peak 1 am 13. Mai, ein Video aus der Luft, wo wir Segeln auf der Alster gefilmt haben. Der zweite Peak und der dritte, spannenderweise, offensichtlich gab es dort nochmal so einen, salopp gesagt, Nachbrenner. Ein Video, was produziert worden ist zur internationalen Junioren-Ruderregatta. Der vierte und fünfte Peak, die sind tatsächlich einigermaßen gleich auf. Ein Video im September zum Brückenbauen, da ist der Insenator vom westlichen zum östlichen Alsterufer über eine Brücke aus Booten gekrabbelt. Der sozusagen sechste Peak, den ich eben auf der Grafik identifiziert habe, eine Veranstaltung im November, ein Ruder-Langstreckenrennen, international besetzt. Auch da das Video aus der Luft, der Content, der am meisten kommuniziert worden ist. Gleichzeitig werden Videodrohnen aber eben nicht nur für die Content-Erzeugung in sozialen Netzwerken genutzt, sondern auch im Kontext einer Live-Kommunikation. Wie ist denn das eigentlich, wenn so ein Gerät über den Köpfen umherbrummt? Weil alles, was in der Luft ist, kommt irgendwann auch mal runter. Idealerweise gesteuert, aber wir alle wissen, Unfälle passieren, und zwar überall. Und man kann nicht ausschließen, dass so ein Flugobjekt nicht irgendwann auch mal abstürzt. Und es wird auch passieren. Deswegen ist rechtlich gesehen das Überfliegen von Menschenmengen verboten. Spannenderweise, das Vertrauen in die Technik scheint unglaublich groß zu sein. Spielt das Thema Angst vor den fliegenden Objekten eine Rolle? Eine Bedrohung technischer Art wird kaum wahrgenommen. Die zweite Aspekte, den wir gefragt haben, sieht es eigentlich mit dem Content aus? Der Bildwinkel ist unheimlich groß. Natürlich habe ich das Publikum mit drauf. Und die Frage ist, mag ich das? Welche Assoziationen werden nämlich verbunden mit Videodrohnen? Und dann stellt man fest, ja, spektakuläre Bilder spielen eine Rolle, Innovation, Überblick. Aber das Thema Absturzgefahr oder das Thema Überwachung spielt eher untergeordnete Rolle. Fazit 1 aus dem, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben, dass eine bestimmte Medienkommunikation, Integration Einfluss hat auf Reichweite. Videos befördern die Kommunikation mehr als reiner Text. Ein Video, was direkt eingebunden ist, eine Plattform quasi automatisch startet, ist erfolgreicher als ein Link und so weiter. Diese Erkenntnisse konnten wir im Prinzip verifizieren. Das zweite Fazit, ich hatte es vorhin angesprochen, Mashup, also Content bereitstellen, der irgendwie besonders ist und mit eigenen Dingen, eigenen Fotos, Selfies, was auch immer nutzen, hat kaum eine Rolle gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass Apps, die speziell im Event-Kontext entwickelt werden und dieses Feature nativ integrieren, hier eine neue Chance sein können. Fazit 3, noch haben Videodrohnen auch einen relativ hohen Neuigkeitsreiz. Und die sind auch mit relativ hohen Erwartungen verbunden, nämlich spektakuläre Bilder, Unterstützung einer ja im Grunde schon gewachsenen Sportkommunikation. Muss man schauen, inwieweit diese Erwartungen sich dann auch in der Zukunft bestätigen oder zum Teil bestätigen lassen. Fazit 4, der Content wird tatsächlich überwiegend positiv gutiert. Also das, was ich eingangs sagte, im letzten Jahr großes Thema auch, als wir mit dem Sportamt zusammengesessen haben, immer die Frage, können wir das eigentlich Videodrohnen nennen? Gibt es nicht ein anderes Wort dafür? Das spielt inzwischen kaum noch eine Rolle. Und Fazit 5, mein letztes Fazit, was tatsächlich Videodrohnen idealtypisch können, anhand der ausgewählten Fotos vielleicht zu sehen oder des Videoausschnitts, den Sie von der Binnenalster, unserem Bürgermeister und Innensenator erinnern, tatsächlich Bewegung und Raum idealtypisch inszenieren lassen. Mit Aufkommen der sogenannten Action-Cams waren die Bilder immer sehr dicht am Geschehen dran, sozusagen da hat die Bewegung dominiert. Und heute sehen wir zunehmend Bilder, wo die Bewegung in den Raum eingepasst wird, wo sehr viel mit Schatten auch gearbeitet wird, was aus der Luft ein ganz anderes Erlebnis erzeugt. Also da scheint es auch eine Bedeutungsverschiebung zu geben. Hands-on ist das, was jetzt kommt. Ich hatte ja schon eingangs auf die Dreiteilung verwiesen. Wenn Sie hier bleiben, wechseln Sie sich ab gleich mit einer Simulation in der Mitte, werden wir die richtige Drohne starten. Sie haben dann die Gelegenheit, über einen Monitor zu sehen,
was die Drohne aufnimmt. Und wirklich, wir haben auch eine Brille da, setzen Sie die Brille auf, schauen Sie dieses Immersionserlebnis, probieren Sie es aus. Zu meinem Vortrag hätte ich total gerne Feedback von Ihnen. Ich nutze dafür Speakerscore und jetzt würde ich sagen, hands on und nochmal vielen Dank für Ihr Interesse. Und jetzt ganz gemein, weil er ja gerade fliegt, aber zum Danke. Ich lasse den Sir Percy, aber das sieht... Oh, Philipp, du hast das Ding abschützen lassen.